Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir haben einiges vor in dieser Folge. Wir werden laut Plan uns einen Weg zum Netherportal bauen mit ordentlich Sandstein. Haben wir hier noch ein bisschen Sandstein? Wir haben hier nur die Keramik, die wir auch übrigens einbauen können. Ich bin dafür, wir werden einen Weg machen aus normalen Sandstein. Das müssen wir, glaube ich, den Sand... Nein, wenn wir den Sand jetzt brutzeln, kriegen wir Glas raus. Genau, wir brauchen roten Sand. Ist das so richtig? Jawohl, das ist richtig. So. Kann man jetzt den... Ah, guck mal da. Ja, wir können den normalen roten Sandstein brennen. Da möchte ich mir einmal angucken, wie das denn jetzt aussieht mit diesem gebrannten Sandstein. Glatter roter Sandstein. Aber ich glaube, der glatte rote sieht doof aus. Kann das? So, hier ist der normale. Ach, Leute. So, pass auf, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. So, normaler roter Sandstein. Und der glatte rote Sandstein. Der sieht nicht schön aus. Nee, nee. Weil ich finde, wenn er komplett nur diese Struktur hat, ist es weniger schön, als wenn er den hier hat. Wir können natürlich halt auch ein Zwischending machen. So, dafür brauchen wir aber tatsächlich roten Sand. Und zwar viel roten Sand. Das heißt, wir müssen definitiv noch zwei Schaufeln noch... Nicht am Ofen, nee. Ja, machen wir mal zwei. So, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen buddeln. Müssen wir das hier machen? Oder sollen wir hier ein bisschen was abtragen? Oder direkt rüber gehen? Weil ich meine, ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Mangel hätten an Sand. Aber ich weiß nicht, ob ich den hier jetzt abtragen möchte. Wisst ihr? Weil hier ist es eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und hier ist sowieso... Da müsste ich mehr Keramik und... Ist alles nur Keramik. Ich will Sand. Kollege... Gehen wir mal gucken. Hallo? Gibst du mir bitte Sand? Ah, Sand. Ja, pass mal auf, dann krabbeln wir mal hier einfach ab. Ja, ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass ich so gerne wieder die Fitnessstudios geöffnet hätte. Weil ich merke, dass mit dem Trainieren und mit Diäten und so weiter... Alter, ist das laut. Hier, Training und Diät und so weiter zu Hause. Ach, also ich versuche es wirklich, aber es ist so unheimlich schwer. Es ist so unheimlich schwer. Ich sage es, wie es ist. Und so ein Fitnessstudio gibt irgendwie eine Struktur auch am Tag. Naja, wenn man weiß, pass mal auf... Ich muss nicht zu Hause das machen, sondern ich gehe hier irgendwo gezielt hin, wo auch alles schon professionell aufgebaut ist. Beispielsweise habe ich mir, also seit dem Lockdown, ich wollte mir Kurzhantel und so weiter holen und Gewichtsscheiben und so weiter. Ey, die Preise, ne? Ey, die Preise sind so in die Höhe geschossen, logischerweise. Wäre ja dumm von den Betreibern, wenn nicht so wäre. Aber das ist echt dreist, was die da teilweise für Preise hier fordern. Und dann ist es doch nicht mal lieferbar. Dann sagen die, wir haben so eine hohe Nachfrage, dass wir wirklich so zwei, drei Wochen, ne, wenn es schnell geht, zwei, drei Wochen, dann können wir erst liefern, weil wir kommen gleich mit den Nachbestellungen hinterher. Das ist so abnormal. Sag mal, ist das eigentlich roter Sand? Das ist roter Sand, gut, okay. Weil das sah jetzt hier erstmal kurz ein bisschen nach... So, ich verbaue mir sozusagen die Zugänge nach oben. Aber ganz ehrlich, das will ich hier auch gar nicht. Und wenn, ich habe ja immer noch eine Spitzhacke. Also so ist es ja nicht. So, wir brauchen exorbitant viel Sand. Reimt sich sogar und ist sogar zutreffend, die Aussage. Ist auch nicht oft, dass ich das mal habe. Aha, guck mal hier. So, hallo. War ich hier schon mal?
Keine Ahnung, ob ich hier schon mal war. Aha, guck mal, da ist wieder ein normales Gebiet. Hier kommt, den können wir doch abgrabbeln, oder? Kann man hier rüber schwimmen und den abgrabbeln? Das wäre lustig. Also guck mal, hier so eine Keramikinsel, einfach so im Wasser. Die bauen wir jetzt erstmal komplett ab. Oh. Oh, die ist dann doch ein bisschen ui. Die ist dann doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. So, lass mich mal bitte hier hoch. Ich möchte einmal nur gucken. Oh, ach nee, ist auch Keramik. Wie gesagt, mit dem Keramik kann man auch ein bisschen was anfangen. Aber es klingt immer so ein bisschen blöd. Man kann auch ein bisschen was mit anfangen. So, das ist unser Schneegebiet, ja? Ah, da hinten ist Lava. Und da wäre dann halt. Huch! Boah, ich liebe diese. Ja, doch, das sieht schon schön aus. Aber das ist hier keine Insel und man kann hier nicht einfach. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so. Da hinten sieht man unseren Rauch. Wie gesagt, Shader, ne? Alles klar. Hoppala, jetzt aufpassen. Wir wollen hier nicht in die heiße Lava. Ich sagte, wir wollen nicht in die heiße Lava und gehe genau in die heiße Lava. Ja. Das ist genau der Plan, den ich hier verfolge. Ich habe vor kurzem, habe ich mir gedacht, so in Sachen Training und Diät und so weiter, muss man halt ein bisschen, ja, mehr Obst und Gemüse essen. Und ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, auf jeden Fall viel zum Thema Gemüse, der Begriff Rosenkohl. Und mein erster Gedanke war, ja, mit Rosenkohl kann ich super viel abnehmen, weil ich kriege den nicht runter, ich würde komplett verhungern, würde ich. Jetzt mal ganz im Ernst, ich liebe Gemüse. Aber es gibt manche Gemüsesorten, die ich selbst als Erwachsener mit 41 Jahren, die ich absolut nicht anrühren kann. Wobei Rosenkohl geht sogar noch. Rosenkohl ist tatsächlich, wenn es halt in Maßen ist. Aber manche, die sagen ja, ich esse eine ganze Schüssel voll Rosenkohl ohne alles. Dann denke ich mir, hey, Junge, du putzt ja auch dein Popo nach dem Kackermachen mit Schmiegelpapier ab oder was, ne? Muss ja so ein komischer sein, was ist denn los mit dir? Nein, ist natürlich Geschmackssache. Aber Rosenkohl so? Ohne Kartoffeln, ohne Soße, ohne sonstigen Beilagen oder was? Nee. Also Rosenkohl ist ja eigentlich die Beilage. Obwohl es gibt auch Leute, ja, wie Streamer, der Badella-Streamer, der kann zum Beispiel keine rohen Möhren oder generell Möhren essen. Mag er nicht. Der sagt, er muss davon sich übergeben. Da denke ich mir wieder, wie geht das? Also Möhren sind ja wohl echt. Möhrensaft hingegen. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal Möhrensaft getrunken hat. Aber Möhrensaft, ne? Boah. Weil das ist auch. Also ich kann mir vorstellen, dass das so Standardverfahren ist in Guantanamo, wenn die Leute reden sollen. Und so die härteste. Na, wie heißt das denn? Die härtesten Verhörmethoden und so weiter nicht fruchten, dass er dann sagt: So, pass mal auf, du kriegst jetzt eine Schüssel voller Rosenkohl und die spülst du da mit Karottensaft runter. Da gesteht echt jeder, dass er ein Terrorist ist, oder wie? Oh Mann. Nein, natürlich, wie gesagt, ist alles nur Geschmackssache, aber Rosenkohl ist nicht mein Geschmack und Karottensaft ebenfalls nicht. Aber Karotten so essen, ja, das ist gut. Was ich noch nie wirklich probiert habe, sind Zucchini und Auberginen. Was witzig ist, denn meine Eltern, Mama und Papa, die haben Zucchini und Auberginen geliebt. Und ich habe immer gesagt, ich so, ach Alter, wie kannst du denn, Alter? Du kannst doch eingeschlafene Fußzehen lutschen oder so, ist ja genauso lecker. Und das war jetzt super ekelhaft. Ich weiß, ich habe mich jetzt gerade selbst geekelt. Wir müssen ganz schnell nach Hause, obwohl keine Monster an sind. Und ich rede wieder ohne Ende, ohne Punkt und ohne Komma.
Also bei Zucchini und Auberginen bin ich tatsächlich voreingenommen, weil irgendwie ich habe mich auch nie wirklich getraut, das zu probieren, aber es war immer irgendwie so ein bisschen eigentlich ungerecht, ich weiß, aber ich wette, wenn man richtig Zucchini und Auberginen richtig zubereitet, und da gibt es ja viele Rezepte, dass das mit Sicherheit auch schon lecker schmecken könnte. Aber habe ich da eine Ahnung von, ne? Aber ich traue mich da halt nicht. Früher hieß es ja immer, ja, wenn du erwachsen bist, wirst du sowieso alles essen, weil Erwachsene essen einfach alles. Das ist so kompletter Quatsch. Ich meine, es hat zugetroffen bei Zwiebel oder bei Knoblauch, sowas, ja. Ich war zum Beispiel ein Kind, der hat Spinat geliebt. Ja, also viele sagen, nein, ich mag keinen Spinat, nein, nein. Der ist, hey, Quatsch, Spinat ist super. Halt mal den Bubble hier. Spinat ist Beste. So, dann können wir jetzt. Gibt es jemand von euch? Gibt es von euch jemand, der keinen Spinat mag? Jetzt mal True Story. Also Spinat ist doch, weiß ich nicht. Kann man Spinat nicht mögen? Guck mal, das geht auch. Nee, das geht wiederum nicht. Haben wir Steine hier? Steine hier? Nee, haben wir Steine hier? Die kann ich auch mal mitnehmen. Ich will doch Steine haben. Hör mal, geh mal. Hups, hier Stein. Und ich kann aber dafür das Glas hier reinlegen. Ich dachte, wenn ich einen ganz normalen. Wie mache ich denn? Wie mache ich jetzt einen Knopf? Knopf. Einen Steinknopf. Ach, mit Geburts. Alles klar. Gut. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, dann haben wir die. Obwohl ich hätte schwören können, normalen Stein. Akazie. Wir haben schon wieder keine Akazienbäume, ne? Wir haben hier überall Bäume. Nur keine Akazien. Und das wird sich ändern müssen. Hier sind zwei davon. Ich wollte hier sowieso mal ein bisschen mehr Boden hinmachen. Also Erde. Aber ich würde sagen, das passt so. Was ich als Kind vor allen Dingen auch gerne gegessen habe, das fällt mir jetzt gerade so ein, das sind Muscheln, also Miesmuscheln. Die habe ich als Kind so geliebt und die habe ich gegessen ohne Ende. Dann habe ich die irgendwann mal irgendwie als Erwachsener nochmal gekriegt und ich habe die nicht runtergekriegt, ne? Ich habe die irgendwie nicht mehr. Ging nicht. Es war einfach. Der Ekel war da. Ich habe es nicht geschafft. Es war so, hä? Warum? Warum nicht? Was ist denn los mit dir? So. So, wo fangen wir denn hier an? Ich weiß nicht mal, wie ich hier anfangen soll. Das kann mal weg hier. Boah, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich würde lieber vorher ein bisschen üben. Also ein bisschen austesten. Obwohl, ist das nicht egal? So, fertig. Mache ich den so gerade oder? Treppen kann man auch hier so lassen. Gucken. Wenn ich dann jetzt hier und hier. So einen normalen Stein und vielleicht auch so einen glatten. Wisst ihr, was ich meine, ne?
Obwohl der Glatte sieht hier von allen Seiten so aus, ist ja dumm. Also kompletter Bullshit. Und jetzt sehe ich auch erstmal, dass die Struktur und so weiter erst dann Sinn macht. Da ist ja doof. Also das sieht mir zu dämlich aus. Sorry, muss ich sagen. Da wird es noch Sinn machen. Vor allem muss ich dann hier wieder so einen kleinen Steg basteln. Ja, würde ich sagen, sowas in der Richtung, ne? Boah. Ich sage es, wie es ist. Ich müsste jetzt lügen. Weiß ich noch nicht. Okay, ich war mir noch nie so unschlüssig wie jetzt. Warte mal, einmal kurz gucken, ob ich jetzt hier einen Screenshot dafür machen könnte für die heutige Folge. So. Könnten wir da nicht normalen Dingsstein nehmen? Oder wir nehmen normalen Sandstein. Den normalen Sandstein könnten wir doch auch hier verbauen, oder? Ich bin so ein Honk, ne? Wenn wir den jetzt hier so zwischen basteln würden. Doch, dann wird's gehen. Wir machen so einen Misch. Ja, das ist es. Danke, Leute. Ey, ihr seid Besten. Weiß hier, ey. Und dann wieder halt so und so. Dann hätten wir das. Ich überlege nur, wie wir das jetzt halt... Wenn ich hier so meine Wege ziehe, dann habe ich das. Will ich jetzt hier nur so einen Steinweg? Habe ich auch Steine? Ja, habe ich. Da könnte ich ja mal gucken. Was, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte hier so einen Stein haben? Das wäre auch okay, ne? Doch, so eine Mischung aus normalen Sandstein, roten Sandstein und Stein. Ja. Ja, doch, hier kommst du so hin. Da tut es niemandem weh. Und so ein bisschen, so ein bisschen Erde kannst du ja auch lassen. Haben wir noch Erde? Ja. Huch. So, dafür dann zum Beispiel den und den und den weg. Dann vielleicht noch ein bisschen Kies. Haben wir Kies? Wir haben wieder kein Kies, ne? Wieso haben wir kein Kies? Ich verstehe das nicht. So, muss ich irgendwo in eine Höhle reingehen oder so, damit ich irgendwo Kies finde? Wir waren mal hier, ne? Kann das? Haben wir uns nicht hier reingegraben? Oder war das da oben? Ich brauche Kies, verdammt. Also ich glaube, wir machen so eine Mischung. So, ja, dann haben wir das doch auch hier. So, und dann könnten wir hier vielleicht so ein bisschen... Ja, vielleicht so wieder ein bisschen zäunig. Zäunig, ja. Vor allem zäunig, ja. Zäunig muss sein. Doch, das ist okay. Der Trick dabei ist wirklich, dass man halt unterschiedliche Strukturen reinbringen muss, damit das nicht zu langweilig wird. Ich habe damals hier meine ganzen Kieswege und so weiter, die wirklich schön aussahen, so richtig schön steril, aber auch ein bisschen langweilig halt, ne? Und das hier, auch hier mit dem normalen Sand und so weiter, doch, kann ich mir gut vorstellen. Dann vielleicht hier so ein bisschen Zaun hin und so weiter. Das wäre dann hier. So, dass wir dann den hier haben. Wow. Ne?
So ungefähr. Hier wieder so ein bisschen. Ich bin ruhiger, aber das ist halt, wenn man versucht, es ein bisschen schön zu machen, dann ist das immer so eine Sache. Es muss einfach sein. Ich würde sagen, hier würden sogar Birken. Ach, verdammt. Ja, pass auf, okay. Wir machen hier erstmal Schluss. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ihr kennt es doch. Macht es gut. Bis dann. Tschüssi.